Hallo, hallo. Ich wollte ganz kurz mit euch drüber sprechen, über einen ganz häufigen Grund, warum Dinge, die du dir wünschst, sich nicht manifestieren, dass du sie nicht kreieren kannst, dass sie nicht für dich in der 3D, dreidimensionalen Realität anfassbar sind, warum sie nicht aus deiner inneren Realität, manche nennen es 4D, manche nennen es 5D, auf jeden Fall aus deiner inneren Schöpferkraft heraus sich noch nicht im Außen gezeigt haben. Im Außen gezeigt haben, was heißt es? Wenn sich was im Außen zeigt, dann hast du das Gefühl, du kannst mit anderen darüber reden. Und dann ist es da. Solange du aber nicht das Gefühl hast, obwohl es nicht im Außen da ist und du im Inneren dein Gefühl kreierst, du kannst mit jemand anders darüber sprechen, als sei es schon im Außen da. Also wenn du quasi deine kreierte Realität, die für dich deine Wahrheit ist, so betrachtet und so behandelst und solche Auswirkungen auf dich machen, haben darf, wie eine manifestierte Realität. Dann ist da noch ein Unterschied, ja? Dann ist da noch ein Gap, dann sind diese beiden Realitäten sozusagen noch nicht eins für dich. Da ist da noch eine Trennung. Dann bist du quasi noch in zwei Bewusstseinsebenen unterwegs, ja? Verstehst du das? Also, wenn du unbedingt etwas haben möchtest und wenn du es schnell haben möchtest, dann musst du dich unweigerlich in den Zustand versetzen, dass dein ganzes System, dein ganzer Körper keinen Zweifel mehr daran hat, dass es da ist und dass es wahr ist. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, dass deinem Unterbewusstsein aufzudrücken. Ich tue gar nicht so gerne unterscheiden zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, weil letztendlich hast du nur ein Bewusstsein. Und das ist das Bewusstsein, auf das du deine Aufmerksamkeit lenkst. Und wohin du deine Aufmerksamkeit lenkst, ist einfach entscheidend. Und wie du diese Wahrheit, die du dann siehst, mit deinem Bewusstsein dann für dich aufnimmst und bewertest, was es für dich dann bedeutet, das ist absolut wichtig und entscheidend. Und solange du beim Manifestieren oder beim Kreieren noch irgendwo einen Zweifel dran hast, dass du die göttliche Autorisierung und Power und Macht eines Schöpfers hast, und zögerlich bist und dich nicht wirklich ganz hundertprozentig genau traust zu bestimmen, was du willst und traust zu wissen, dass deine Wünsche für dich da sind, dass deine Wünsche dich genau sehr wünschen, wie du deine Wünsche, dann hast du da auch noch ein Problem. Ja? Dann bist du noch nicht dort, dann bist du noch nicht in dieser Realität eines Schöpfers angetreten und präsent. Und das ist einfach so, so wichtig, dass du weißt, ich bin der Schöpfer. Und wirklich, wie in der Bibel steht, wenn du zum Berg sagst, beweg dich ins Meer, dann bewegt sich der Berg ins Meer. Aber da geht es wirklich nicht darum, darf ich das sagen, kann ich das sagen und so weiter und so fort. Es ist einfach eine Regel. Das, was du für dich bestimmst, ist für dich bestimmt. Und zwar natürlich nur aus der höchsten Liebe heraus. Aus der höchsten Passion und Liebe heraus. Und du erschaffst und du schöpfst als liebendes, göttliches Wesen. Und du willst niemandem schaden, sondern du willst Liebe in diese Welt bringen mit deinen Schöpfungen. Du willst mehr Liebe, du willst noch mehr Liebe und du willst noch mehr Liebe und deswegen möchtest du das, was du möchtest. Und da musst du dir keine Sorgen machen. Du darfst das wollen. Du darfst alles, was Liebe ist, Liebe darstellt, dich lieben lässt, dich
dich selbst lieben lässt, dich die Welt lieben lässt, dich alles lieben lässt, was es gibt auf dieser Erde, in deinem Universum, darfst du aus Liebe erschaffen. Und jetzt geht es darum, wie mache ich das? Also zuerst musst du dir die komplette Berechtigung geben und im zweiten Schritt musst du genau wissen, dass deine innere Welt, dass deine innere Realität genau den gleichen Stellenwert hat wie deine äußere Realität, nur dass deine innere Realität das Äußere erschafft. Und dieses Gefühl zu bekommen, wenn du eine Vorstellung hast von einer Situation, die eingetreten ist, wenn du eine Vorstellung für dich als wahr und richtig erachtest oder eine Beziehung, eine Situation in deiner Beziehung, so sagst, das ist für mich genau so wahr. Es kann nicht wahrer sein. Ich spüre es, nehme es mit all meinen Sinnen wahr, während ich in meiner inneren Realität bin. Dann muss es sich im Außen manifestieren. Nur wenn du immer wieder Zweifel hast, wenn du immer wieder sagst, klappt es vielleicht oder klappt es nicht, mache ich es richtig, mache ich es falsch, dann wird es nicht so schnell und so einfach klappen. Aber deswegen geht es darum, dass du deine Intentionen, deine Affirmationen aus einem Standpunkt der Sicherheit und der Klarheit heraus triffst. Und dass es nichts anderes mehr für dich gibt als deine gewünschte Wahrheit. Und da kann es niemanden anders geben, der dich von deiner gewünschten Wahrheit abbringen kann, wenn du es nicht erlaubst. Wenn du nichts und niemanden die Erlaubnis gibst, dich von deiner gewünschten Wahrheit abzuhalten, abzubringen. Und je mehr und mehr du drauf bestehst, wer du bist, in deinem Leben, in deiner Wahrheit und was zu deinem Leben dazugehört, desto mehr und mehr wird es sich manifestieren. Aber die meisten Menschen, und das ist ganz normal, weil wir sind ja so konditioniert, die geben auf, die fangen an zu zweifeln, die ziehen es nicht durch. Sie glauben dann doch irgendwann mal, dass es nicht für sie ist oder dass es nicht für sie gedacht ist oder dass für sie etwas anderes gedacht ist als das, was sie wollen und dass sie womöglich Karma haben und dass sie womöglich Schuld abtragen müssen und all so ein Zeug. Ich kann dir sagen, das sind alles nur Denkkonstrukte, Überzeugungen, die du nicht weitertragen musst, denen du keinen Glauben schenken musst, die du berichtigen darfst, jeden Moment, weil du bist ein göttliches Wesen. Du bist hier, um in Liebe zu leben, in Liebe und aus Liebe zu kreieren. Und eine Welt aus Liebe für dich und dein Universum zu erschaffen. Das ist das, was du machen sollst hier. Und du sollst nicht zweifeln, du sollst dich nicht schlecht fühlen, du sollst dich nicht als Opfer fühlen, du sollst dich nicht von anderen dominiert fühlen, sondern du darfst wissen, wer du bist. Und du darfst wissen, wie du entscheidest, wie du leben willst, wie du deine Liebe ins Leben bringen willst, wie du deine Liebe für dich anziehen willst, wie dein liebendes Universum aussieht. Und so entscheidest du jede Beziehung. So entscheidest du deine Beziehung zu Geld, so entscheidest du deine Beziehung zur Umwelt, so entscheidest du alles, was dich betrifft. Du entscheidest alles, was dich betrifft, wie du es haben willst. Und ich bin hier, um dich zu unterstützen und dich zu inspirieren, in diese Kraft einzutreten und alles abzulegen, alle Glaubenssätze abzulegen, die dem entgegenstehen und die dir nicht erlauben, für dich ein schwebendes, glückliches, glückseliges, freudiges Leben zu führen, weil es steht uns allen zu. Und da mache ich noch mal ein anderes Video dazu. Unsere Vergangenheit ist eine Geschichte. Und du darfst wählen, welche Geschichte du für dich, für dein Leben schreibst. Und da gibt es von Neville Goddard eine ganz tolle Technik, die heißt Revision. Also du revidierst sozusagen
eine alte Geschichte, die du dir erzählt hast, und erzählst dir ab diesem Punkt eine neue Geschichte. Und da mache ich auch noch ein Video drüber, aber das ist auch eine ganz, ganz powervolle Technik. Aber du musst zuerst, dass du diese Techniken anwenden kannst, wirklich, wirklich wissen, wer du bist, dass du dir das erlauben kannst, dass du weißt, alles ist nur aus meinem Bewusstsein heraus entstanden und ich kann mein Bewusstsein verändern. Einfach so in alle Zeitlinien und alle Dimensionen, wie es mir gefällt. Also, meine Lieben, ich sehe jetzt leider keine Kommentare und überhaupt gar nichts, weil ich hier jetzt zum ersten Mal auf meinem Laptop in Google Chrome live bin und ich habe nicht wirklich Ahnung, wie das funktioniert, aber ihr könnt mir gerne noch nachher drunter schreiben, eure Fragen. Also es gibt keine Grenzen, es gibt keine Limits. Ich lade dich ein, das besser zu lernen, besser dort hineinzusteigen in diesen Seinszustand, in deinen göttlichen Seinszustand, in das göttliche Denken, in das göttliche Handeln, in deine göttliche Macht einzutreten. Und göttlich heißt ja nur liebend, perfekt und unbeschränkt. Das ist das, was göttlich heißt. Das ist göttlich. Liebend, perfekt und uneingeschränkt. Und wir haben so ein großes, krasses Problem mit dem Wort göttlich, weil wir da auch wieder wahnsinnig viele Überzeugungen und Glaubensmuster, Vorstellungen da dran ha hängen haben. Aber eigentlich, wenn du es auf den Punkt bringst, heißt, wenn ich dir sage, du bist ein göttliches Wesen, dann heißt es, du bist ein liebendes, unbeschränktes, perfektes Wesen. Und das stimmt nun mal. Schau dir ein Baby an. Es kommt auf die Welt. Und bevor es von irgendeinem beurteilt oder schubladisiert oder sonst irgendwie in eine Vorstellung gepackt wird, ist dieses Baby perfekt. Und genauso ist es bei uns. Also, ich will es kurz halten für heute. Bis bald. Wie gesagt, wir haben die Ausbildung zum Master of Divine Healing inklusive Ausbildung zum Master of Divine Creation. Wenn du sagst, ich brauche keine Ausbildung, ich will nur lernen, wie es geht, dann kannst du in den Master of Divine Creation als Divine Creation Mastermind einsteigen. Ja, kannst du auch machen, kostet genau gleich viel. Und wenn du Fragen dazu hast, wir starten am 17.01. Kontaktiere mich. Ich will jetzt hier nicht zu viel Zeit verschwenden. Wenn du Interesse hast, kontaktiere mich. Ich freue mich. Bye.